Zweiter Hafttag. Tim, abends. Alright. Es gibt also zwei Dinge, die zu tun sind. Als erstes müssen wir Brad finden. Und als zweites sollten wir mehr über die Funktionsweise dieser würfelähnlichen Geräte in Erfahrung bringen. Hallo, Magnalien? Brad ist dieser Mann, den wir auf dem Fountain Plaza gesehen haben. Ihr kennt euch bereits, stimmt's? Ich hoffe, ihr werdet wenigstens wegen dieses Falls nicht noch aneinander geraten. Ja, das wäre echt übel. Aber gehen wir mal nicht gleich vom Schlimmsten aus. Konzentrieren wir uns lieber weiter drauf, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Oh, eine Sache noch. Falls wir einem Magnein über den Weg laufen, sollten wir kurz sicherstellen, dass es ihm gut geht. Einem Magnein? Ja, Pikachu hat mich gebeten, nach ihm zu sehen. Anscheinend ist es mit einem Luxtra in der Polizeiwache befreundet. Hab ich über all das unterhalten? Ich habe die ganze Zeit nur Pika Pika gehört. Das ist doch völlig normal. Mach dir nichts draus, der schräge Vogel bin ich hier. Nicht schräg, Tim. Außergewöhnlich. Danke, Rachel. Ich bin echt froh, dass ich mich dir anvertraut habe. Ihr beiden Detektive? Oh, tut mir leid. Wir sollten unser Gespräch wohl lieber woanders fortsetzen. Nein, schon okay. Hab dich gerade über Inspektor McMaster unterhalten. Ist der echt so? Anscheinend. Brad McMaster. Das ist ein geiler Name. Erstmal einen YouTube-Account mit dem Namen erstellen. McMaster LP. Ja. Würdet ihr den abonnieren? Nein. Wenn euch der vorgeschlagen wird, der McMaster LP? Nein. Ich finde, das klingt wie so ein Burger bei Macca's. Der neue McMaster. Jetzt im Sparmenü für nur. Wie teuer sind Burger? 2 Euro? Ja, wenn du schon ein Menü nimmst, hast du ja Pommes und Getränk mit dabei. Dann sind die teurer. Ich hab doch keine Ahnung. 6 Euro? Ich. Vielleicht. Da kommt drauf an, was das für ein Burger ist. Wenn er sowas in Richtung Big Mac geht, ist er wahrscheinlich teurer. Wenn er einfach nur ein Cheeseburger ist mit, keine Ahnung, Gorgonzola drauf. Nee, der klingt halt schon als, ne? Wie würde dein McMaster denn so aussehen? Was hätte der denn so? Das kann der Chat dir mit Sicherheit verraten. Was wäre auf eurem McMaster-Burger drauf? Die ersten 3 Antworten gelten. So abseits von Bulette, Käse und Salat. Mhm. Chips, Bacon und... Mehr Bacon. Ja, Woggle-Sardellen war leider zu langsam. Ja. Also Chips und eine doppelte Portion Bacon. Es gibt da nämlich... Ah ne, du bist das doch. Du warst von dem Bacon so abgelenkt, ne? Ja. Es gibt da nämlich noch was, was wir ihn gerne fragen möchten. Inspektor McMaster wurde erst vor ein paar Minuten in die Second Avenue beordert. Vielleicht solltet ihr euch dort mal umsehen. Ach echt? Vielen Dank für die Info. Also dann nichts wie hin in die Second Avenue, oder? Hören wir uns mal an, was Brad zu sagen hat. Wo ist denn die Second Avenue? Hinten. Aber können wir langsam mal wieder Pikachus Seite nehmen? Es ist anstrengend, wenn ich den ganzen Text immer nur habe. Ali, wir hatten heute auch Pizza. Aber mit Sicherheit nicht mit Sardellen. Nee. Mach mal. Der ist neu. Machamp! Machamp! Jetzt du. Machamp! Es hat Gehalt am Ende. Moi, moi, moi. Ja, moi. Sieh dir mal diese Muckis an. Was denn? Okay. Mhm. Schau dir nur mal meinen Machomai an. Sind diese Muskeln nicht der reinste Hingucker? Mhm. Es sieht wirklich sehr stark aus. Okay. Oh, süß. He's a cute boy. Look at him, Flutter. Excuse me. Nein, ich möchte nichts über deinen Bärmon wissen. Ist Ihnen vielleicht noch etwas Seltsames nach unserem Gespräch heute aufgefallen? Nein, sonst nichts. Und Bärmon ist leider immer noch nicht zurück. Frag mich, wie es meinem armen kleinen Pokémon auf der Polizeiwache wohl geht. Geh's besuchen? Nun. Ja, moi, das frage ich mich auch. Bärmon ist bestimmt ganz schön einsam dort drinne. Ich mache mir eher Sorgen darüber, dass es mit seinen Streichen die gesamte Polizeiwache auf Trab hält. In Bärmon steckt immer noch so viel Energie. Hoffentlich benimmt er sich und damit man es ganz schnell wieder freilässt. Okay, ich bin fertig. Es war mir ein Bedürfnis. Nein, die hat eine Sidequest. Was möchtest du? Sidequests sind nicht so wichtig. Ja, du hörst eine seltsame Stimme auf dem Platz. Mhm.
Okay. Gehen wir da zuerst hin? Mhm. Gorgeist. Rechts oben, Fountain Plaza. Wusste ich. Fühlen sich jetzt eigentlich alle Leute, die aus Bayern kommen, unter euch offended von meiner Imitation? Das war ja schon so die absolut klischeehafte Synchro. Mhm. Wen haben wir denn hier so auf dem Platz? Oh, hallo, kann ich euch irgendwie weiterhelfen? Excuse me? Ein paar Fragen. Du musst schon lauter sprechen, junger Mann. Meine Ohren sind auch nicht mehr so, wie sie mal waren. Ergebender Empathiker. Mhm. Servol? Oh, ein Servol. Diese Art von Pokémon kann die Gefühle anderer Lebewesen wahrnehmen. Außerdem ist es sehr gutherzig. Servol versucht allen zu helfen, die in Not sind. Du hast gesagt, dass du auch gerne die Gefühle und Gedanken von Pokémon verstehen würdest, richtig? Ja, ich hoffe sehr, dass ich eines Tages ein bisschen mehr wie Servol sein kann. Auch nur einen dicken Bauch für. Nun. Yannick, danke schön für 39 Monate Treue. Super lieb von dir, danke schön. Haben wir hier noch einen Griffel? Ich guck mal, ob ich noch irgendwie was anklicken kann, um zu gucken, wo die Stimme herkommt. Hier zum Beispiel das Fass. Bini, Bini! Schwalbini? Bambini? Wer ist Bambini? Ich glaube, das ist einfach Kind auf Italienisch. Oder Kinder. Ich habe tatsächlich auch was gehört. Klingt wie der Ruf eines Pokémon. Ach ja? Ich glaube schon. Aber ich habe keine Ahnung, welches Pokémon es sich genau handelt. Wo immer der Ruf herkommt, allzu weit weg kann das Pokémon jedenfalls nicht sein. Sehen wir uns mal etwas genauer um. Neu in der Stadt. Bini, Bini! Na gut, Mysterium gelöst. Bini, Bini. Babi, Bibidi, Bibibi. Babi, Schwalbini, Bini, de Bini, Bibibi, Bini, 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 Bini. Wo kommt das eigentlich her? Irgendeine Werbung. Das oder? Ist eine Werbung für Mana. Was ist Mana? Sind nicht irgendwelche Kekse? Ach stimmt, die sind nicht diese Waffeln. Nee. Waffeln? Nee, Wammer sind die Waffeln, oder? Ich hab keine Ahnung. Irgendwie glaube ich, wir haben eigentlich keine Ahnung. Das ist aber irgendeine Werbung einfach. Was will die denn? Weiß nicht, frag sie. Auf der Sesamstraße. Naja, Sesam, Kekswerbung. Jan war nah dran. Ich hab die Polizei gerufen. Bestimmt wird sich die Sache bald erledigt haben. Hoffentlich sorgt die Polizei schnell wieder für Ruhe. Sind schon fett, die beiden. Warum bin ich in Rachel drin? Sie sieht hübsch aus, hat auch einen hübschen Körper. Tim, so, gefällt das? So war das jetzt irgendwie nicht gemeint. Das weißt du ganz genau. Oh, ihr zwei. Geht dort lieber nicht lang. Das ist viel zu gefährlich. Hä? Wieso? Was ist denn passiert? Da hinten treibt ein wütendes Pokémon sein Umwesen. Wir sollten uns lieber eine Weile fernhalten. Was meinst du, Tim? Wie es scheint, ist die Polizei bereits vor Ort. Brad scheint in diese Richtung gegangen zu sein. Also sollten wir das auch. Halte aber auf jeden Fall die Augen nach dem wütenden Pokémon offen. Ob wir jetzt sehen, wie er das Verbrechen faked? Mhm. Du hast auf jeden Fall da, hier. Charmian. Also schön, dann werden wir dieses Pokémon mal in Gewahrsam nehmen. Ach, der Brad McMaster ist gar nicht der vom Schutzamt. Nee, der ist Butler. Ach, er ist noch alle gleich. Das ist Brad. Und es scheint, als würde er gerade ein Pokémon verhaften. Oh nein, ich glaube, es ist Magnein. Ihr seid Kassen-Rowdy.
Sieh nur, Tim, ein Magnein. Moment, ist das nicht... Genau, das ist das Pokémon, nach dem ich für Pikachu Ausschau halten sollte. Das, um das Luxtra sich Sorgen macht. Sie hören Sie an, der Herr Meisterdetektiv. Du darfst mir gerne bei der Arbeit zusehen, aber misch dich bloß nicht ein. Dieses Magnalien hindert die Einwohner daran, hier durchzugehen. Und nicht nur das, Sam Magnalien hat hier auch vor nicht allzu langer Zeit zusammen mit einem Luxtra für großen Aufruhr gesorgt. Dieses Pokémon stellt eindeutig eine Gefahr für die Öffentlichkeit dar. Wir fürchten, uns bleibt keine Wahl, als es zu inhaftieren, bis es sich wieder beruhigt. Brad, warten Sie! Und wer bitteschön... Ach, Moment mal, du bist doch die Tochter des Bürgermeisters, richtig? Stimmt. Ich bin Howards Tochter, Rachel. Sehen Sie sich das Magnalien doch nur an, Brad. Es ist verletzt. Magna. Kümmern Sie sich wenigstens um Magnaiens Wunden, bevor Sie es abführen. Haben Sie denn gar kein Mitleid? Ich werde dafür sorgen, dass es auf der Wache die notwendige Behandlung erfährt. Beruhigt dich das? Nein, tut es nicht. Dann kümmern wir uns eben selbst um Magnaien. Wer, ihr zwei? Gute Güte, ihr seid ja die reinsten Multitalente. Tim, hol mir lieber ein Pokémon zu Hilfe. Glaubst du, wir finden eins, das uns helfen kann? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Und zwar, indem wir uns gründlich in der Stadt umsehen. Vielleicht finden wir einen Scharnierer, oder ein Ordoch, oder ein Servol, oder irgendein anderes Pokémon. Alles klar, worauf warten wir noch? Und die bleiben jetzt hier einfach stehen, bis wir wiederkommen mit Servol? Anscheinend. Gorgeist. Wie hieß denn die Entwicklung? Pumpkaboom? Oder war das Pumpkaboom und Gurgeist ist die Entwicklung? Warum sollte er dann Gurgeist sagen? Ja, aber... Aber ich glaube, eigentlich hast du recht. Aber Gurgeist ist doch die Entwicklung. Was soll das werden? Ein Pokémon ist verletzt. Bitte, wir brauchen ganz dringend Servols Hilfe. Oh, ich verstehe. Na schön, in der Not soll man einander bekanntlich helfen. Geh nur mit ihnen, Servol. Die zwei brauchen dich. Ach, jetzt kannst du uns verstehen. Haben Sie vielen Dank. Komm, Servol. Magnaien scheint sich gut erholt zu haben. Ist zwar noch nicht vollständig geheilt, aber wenigstens ist sein Zustand stabil. Also Rachel, bist du beruhigt? Danke, dass Sie uns Zeit gegeben haben, um seine Wunden zu behandeln. Bevor Sie Magnaien fortbringen, würde ich mich gerne noch kurz mit Ihnen unterhalten, Brad. Und worüber genau, Herr Meisterdetektiv? Kommt Ihnen bei all den Pokémon-Festnahmen, die die Polizei in letzter Zeit vernommen hat, das nicht auch irgendwie seltsam vor? Jeder einzelne Vorfall wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Das kann unmöglich nur Zufall sein. Bestimmt wird es Ihnen bereits aufgefallen sein, Brad. Man versucht unschuldigen Pokémon etwas anzuhängen. So wie meinem Pikachu. Und das wird garantiert nicht das einzige Pokémon gewesen sein. Du bist also misstrauisch, was die Überwachungskameras betrifft. Und bei den Aufnahmen dieser Kameras handelt es sich zweifellos um belastendes Material. Oder hat unser Meisterdetektiv etwa Beweise dafür gefunden, dass irgendjemand diesen Pokémon etwas anhängen will? Nein, noch nicht. Nun, in diesem Fall bleibt mir nichts anderes übrig, als dieses Magnalien in Gewahrsam zu nehmen, so wie es meine Pflicht ist. Bringt es weg. Jawohl, Sir. Ich hoffe, Magnalien geht's dort gut. Ganz bestimmt. Pikachu und die anderen sind ja auch noch auf der Polizeiwache. Es ist alles so dermaßen frustrierend. Nicht mal Brad konnten wir umstimmen. Wenn wir doch nur irgendwelche Beweise hätten. Wir müssen einfach welche finden. Oder fabrizieren. Puh, zum Glück hat sich das Magnalien wieder beruhigt. Nun können wir endlich wieder hier lang gehen. Hey Tim, ich wette, wir können nur mit den Leuten reden. Vielen Dank, dass ihr Magnalien beruhigt habt. Ihr habt uns damit echt einen großen Gefallen getan. Ach, dabei haben wir doch gar nicht viel gemacht. Wie kann ich euch weiterhelfen? Können Sie uns irgendwas über das würfelförmige Gerät erzählen, das bei der Verhaftung von Pokémon zum Einsatz kommt? Meinst du für diese Dinger, die man bei ihnen an den Rücken befestigt? So wie die leuchten, sind die nur schwer zu übersehen. Leuchtende Rücken, was? Erinnert mich irgendwie an Volbeat oder Elomise. Oh, und die Pokémon scheinen diese Geräte auch nicht sonderlich zu mögen.
Wie kommen Sie drauf? Ich habe gesehen, wie sich eins der Pokémon gewunden und mit seinen Armen um sich geschlagen hat. Excuse me. Können Sie mir irgendetwas über Brett McMaster erzählen? Ich meine den Inspektor, der gerade noch hier war. Oh, leider nicht viel, aber er war echt ein Hingucker. So viel steht jedenfalls fest. Die Fangirlen ihn jetzt, oder wie? Also ich meine, jeder wie er mag, aber nicht mein Beuteschema. Oh ja, kein Wunder, dass er als das Aushängeschild der Polizei von Ram City gilt. Ein wirklich hübsches Aushängeschild. Okay. Ich glaube kaum, dass wir von diesen beiden irgendwas Hilfreiches über Brett erfahren werden. Hey! Was machen wir nun? Ich fürchte, dass ich uns heute keine weitere Chance auf ein Gespräch mit Brett bieten wird. Lass uns stattdessen mit ein paar anderen Leuten reden. Ugh. Sido Questa! Was ist los? Seht das Gebäude? Da ist ein Kind verschwunden mit einem Ball auf dem Willen und es ist kein Ausweg. Was? Es ist hoch. Den Ball kann man nicht sehen. Wandkalender kann man vergessen. Die Kids haben es versprochen. Kriegen wir den Ball irgendwie wieder? Okay, wir brauchen ein Pokémon, das klettern kann. Bitte haben Sie Geduld. Wir kriegen gleich Ihre Bälle wieder. Okay. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Ich würde jetzt Griffel sagen. Ja, stimmt. Das kann sicher gut klettern. Meinst du, Griffel kann ihm seine Balls wiedergeben? Er hat einen guten Schweif dafür, der gut zupacken kann. Er hat einen guten Griff? Ja. Grab that balls. Alright. Und Abidiffel kann das dann doppelt so gut? Der Woggle hat gerade schon Phantomschmerzen. So, ich will noch ein ernstes Wörtchen mit den Kindern reden, wenn es um seinen Ball geht. Und dann ist wieder alles gut. Schön. Ist schon rot angelaufen. Da ist nichts in der Richtung. Ich will ja nur mal gucken, ob da noch einer steht. Der Bämon-Dude. Mein Bämon! Bämon! Er war es vorhin bei mir, ich soll ihm etwas über meinen Bämon erzählen. Ich habe ihm alles erzählt. Alles! Dass Bämon es liebt, den Leuten Streiche zu spielen, wie sehr es glänzende Dinge mag, solche Sachen eben. Der Inspektor war wirklich ein guter Zuhörer. Ich hatte das Gefühl, er schien sich alles gut merken zu wollen. Ich weiß aber nicht, wieso er das mir auch gefragt hat. Okay. Brad hat Fragen gestellt zu Pokémon, die schon verhaftet wurden. Vielleicht hatte er doch irgendwie einen Riecher. Ja, er hat eine Nase. Aber vielleicht traut er der Sache auch nicht so ganz und ermittelt noch so ein bisschen. Excuse me. Kannst du die bitte sprechen? Kam es heute in der Stadt zu irgendwelchen ungewöhnlichen Vorkommnissen? Es gab eine Reihe von Vorfällen. Soll ich dir zu jedem Einzelnen etwas erzählen? Das könnte eine Weile dauern. Nein, sie brauchen sich... nein, tun sie es nicht. Ich will was einschütten, darauf zu reden. Jetzt haben wir meine Flasche gesnackt. Oh, naja. Wir wollen sie auch wirklich nicht lange aufhalten. Die Polizei von Rhyme City scheint bereits mehr als genug um die Ohren zu haben. Ja, das macht doch nichts, um den Frieden in unserer schönen Stadt zu erhalten. Leiste ich doch gerne meinen Beitrag. Wie sieht's denn mit Brett aus? Selbstverständlich. Der Inspektor stürzt sich in letzter Zeit regelrecht in seine Arbeit. Etwas Seltsames ist mir allerdings aufgefallen. Neuerdings verlässt er immer allein die Wache, um auf eigene Faust zu ermitteln. Noch dazu an Tatorten von Verbrechen, die bereits aufgeklärt wurden. Mhm. Ist er wirklich auf unserer Seite? Weil ich meine, der Hauptverdächtige ist halt der Butler tot. Ja. Aus welchem Grund könnte er das tun? Wenn ich das nur wüsste. Schon wisst, dass bei der Festnahme von Pokémon würfelförmige Geräte eingesetzt werden?
Ach, du meinst sicher die Erkennungsmarken. Ich hab doch gerade schon was getrunken. Ihr wollt mich abfüllen. Was unterscheidet denn eine solche Erkennungsmarke von anderen Marken? Bin mir da nicht sicher. Soweit ich weiß, steckt da die neueste Spitzentechnologie drin. Sind im Grunde genommen kleine Maschinen, wahrscheinlich computerbetrieben oder so. Können Sie mir etwas über Ihre Funktionsweise sagen? Nun, ich gebe es nun gern zu, aber leider nein. Soweit mir bekannt ist, wissen nur die höheren Tiere im Pokémon-Schutzamt, wie die Geräte funktionieren. Nutzlos. Excuse me. So. Wie ist die Lage in der Stadt? Was genau meinst du, wird ungewöhnlich? Hier in der Stadt geschieht jeden Tag irgendwas. Aber bedingt durch die zahlreichen Pokémon-Vorfälle in letzter Zeit ist der Alltag in Rhyme City mittlerweile alles andere als gewöhnlich. Klingt nach einer Menge Arbeit. Kann schon sein, aber das ist nur mal mein Job. Ich kann nur versuchen, weiterhin mein Bestes zu geben. So, Brad. Selbstverständlich, wir arbeiten regelmäßig zusammen. Ich kenne niemanden, der die ihm zugeteilten Aufgaben beflissener ausführt. Seine Ermittlungen sind derart gründlich und effizient, dass man fast meinen könnte, die Pokémon würden noch im Moment der Tatbegehung festgenommen. Von allen Beschäftigten auf unserer Polizeiwache hatten Inspektor McMaster die höchste Aufklärungsrate bei Straftaten. Ich hätte ja keine Ahnung, dass Brad ein so hohes Ansehen besitzt. Die Dinger, ja, das Pokémon-Schutzamt hat uns aufgetragen, sie an den Pokémon zu befestigen. Wie funktionieren diese Geräte? Was soll ich das wissen? Man hat uns nur das Nötigste verraten. Nun, ist auf dem Parkplatz noch irgendwer? Ich hatte jetzt meinen Controller nämlich mal kurz abgegeben, weil ich ja was trinken wollte. Primo! Wann wirst du nicht mehr angebellt? Nee, das stimmt. Legios hat sich verflüchtigt. Schlafen gegangen. Aber wir haben jetzt schon einige Sidequests gemacht in dem Kapitel, deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das noch so extrem lange geht. So. Nichts Interessantes. Camping. Camping. Ene mene mo. Lily? Excuse me. So, wir haben noch ein paar Fragen. Ist irgendwas Seltsames passiert? Entellon ist noch nicht zurückgekehrt, nicht wahr? Nein, leider nicht. Ich befürchte, es befindet sich immer noch auf der Polizeiwache. Ohne Entellon ist es leider so still hier. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber selbst die Blumen sehen geknickt aus. Entellon hat sich immer rührend um sie gekümmert. Ich hoffe für sie, dass es bald wieder nach Hause darf. Wie nennen sich eigentlich diese Dinger, die sie da auf dem Kopf hat? So ein Visier? Ein Schweißband? Nee, da ist ja so eine Kappe. Dann ein Visier. Finde ich irgendwie ziemlich dumm. Was ist? Er ist recht groß und trägt für gewöhnlich einen blauen Anzug. Ja, ah, ein Visier. Der Herr Inspektor, der war eben noch hier. Haben Sie eine Ahnung, wohin er wollte? Dasselbe wie du. Er hat sich die Blumenauslage angesehen, die Entellion verwüstet haben soll. Der Inspektor hat aber die ganze Zeit irgendwas vor sich hingemurmelt, doch leider konnte ich nichts davon verstehen. Genau wie beim Fountain Plaza. Brad scheint sich wohl gerne an alten Tatorten aufzuhalten. Läuft eigentlich Tatort noch im Fernsehen? Ja. Auch irgendwie schon seit Äonen. Wieso untersucht er die Tatorte, nachdem all die Pokémon bereits festgenommen wurden? Das ist mir echt ein Rätsel. Die Sache ist, meine Mutter liebt Krimis. Und wir hatten, also haben wir immer noch, es gibt halt bei Sky oder damals Premiere noch, so einen speziellen Krimi-Kanal. Und der lief bei uns irgendwie, wenn bei uns kein Sport lief, für meinen Vater lief dieser Krimi-Kanal. Und ich musste mir das teilweise auch geben. Und da war irgendwie alles mit dabei. Irgendwelche so... Sport ist ihr Hobby? Nee, das lief auf Super RTL, aber nein. Tatort nicht, aber halt so Soko, was weiß ich, irgendeine Zahl dahinter. Und die Rosenheim-Cops gab's noch. Die waren ganz, ganz schlimm. Und dann gab's noch der Ermittler und hier... Küstenwache und oh, Hilfe. Excuse me. So, wir haben noch ein paar Fragen. Nicht, dass ich wüsste. Ich war so schockiert, nachdem sie Morpeko weggenommen haben, dass ich den ganzen Tag nicht mehr mit mir anfangen wüsste. Waren Sie denn schon auf der Polizeiwache? Vielleicht können Sie Morpeko mal besuchen. Ach, hab ich noch gar nicht gedacht. Ich versuche gleich morgen mein Glück.
Danke, dass ihr für mich mitdenkt. Ja. So, Brady Bat. Ja, ich habe ihn erst kürzlich getroffen und er kam vorbei und stellte mir ein paar Fragen. Tatsächlich? Worum ging es denn? Der Inspektor wollte von mir nähere Einzelheiten über Mopekos Fähigkeiten erfahren. Also habe ich ihm erklärt, dass sowohl Mopekos Aussehen als auch der Attackentyp seines Aura-Rats davon abhängen, ob es hungrig oder satt ist. Vielleicht hat Brad dieselbe Schlusszögerung wie wir gezogen, Tim. Es ergibt doch überhaupt keinen Sinn, dass Mopekos Aura-Rat vom Typ Elektro war, wenn Mopeko einen riesen Kohldampf hatte. Wenn das stimmt, was genau hat Brad dann vor? Let's think. Oh, wir sind schon bei den Deductions. Da noch nicht, aber hier. Mhm. So, Brad. Was hat Brad an den verschiedenen Tatorten gemacht? Er stellt eigene Untersuchungen an. Ja. Er vernichtet Beweise. Nicht zwingend. Er sieht sich die Orte an, an denen später Verbrechen begehen. An denen er viel später Verbrechen begehen will. Ich glaube nicht. Also eher das hier. Mhm. Okay. Prima! Wenn Brad derjenige wäre, der Ditto Befehle erteilt, gäbe es keinen Grund für ihn umherzulaufen und Fragen bezüglich der inhaftierten Pokémon zu stellen. Du glaubst also, dass Brad die Vorfälle genauer untersucht, so wie wir? Ja. Ist das Spiel gut? Nein. Es tut mir leid. Aber... es ist eine ganz witzige Unterhaltung nebenbei, wenn man streamt, weil man den Chat nebenbei hat. Aber die ehrliche Antwort ist nein. Es ist rein visuell definitiv keine Meisterleistung. Und es ist eher so von den Rätseln her Niveau erste Klasse Grundschule. Beziehungsweise eigentlich ist es eher so, du drückst den Text durch, aber du musst halt nicht selber denken, weil das Spiel eh alles übernimmt. Und du hast den Fall meistens gelöst, aber musst irgendwie noch eine Stunde weiterspielen, bis das Spiel soweit ist. Es ist im Stream lustig. Es ist halt so... Das müsste man eigentlich auch machen. Blind Speedrun und einfach die Texte nur durchdrücken und dir kurz das Rätsel anschauen und eigentlich ist die Lösung offensichtlich, ohne dass du jemals die Story dahinter gelesen hast. Ja, also wie gesagt, als Streamprojekt ist es wirklich lustig, aber nicht, weil das Spiel gut ist. Ja. So, geht's über letzten Pokémon besser? Ja, danke. Mhm. Gerne doch! Gott! So, Senior und... Ach, das war der Typ mit seinem Ehering. Ja. Der irgendwie zwischen das Gebäude gefallen ist. Aber wen haben wir denn noch nicht befragt? Ein Zai-Head-Café. Stimmt. Jetzt ist mal draußen umgeschaut. So eine schnelle und direkte Antwort. Ja, aber alles andere wäre ja auch gelogen gewesen. In den meisten Fällen, wenn ich was streame und Leute kommen rein, kann ich halt wirklich ehrlich sagen, ja, das Spiel ist gut. Aber in dem Fall... Wir waren sowieso alle skeptisch im Vorfeld. Seien wir doch mal ehrlich. Krieg das Marmeladenglas nicht auf. Das ist eine Sidequest. Ich krieg das Marmeladenglas nicht auf und muss jetzt Machomai wahrscheinlich holen, der das Marmeladenglas aufmacht. Ja. Ich meine, würde ich mir manchmal ehrlich gesagt auch wünschen, aber alternativ... Ich bin dein Machomai, wann immer du es möchtest. Nee, alternativ, du kannst halt immer mit also T-Shirt halt drüber und dann drehen oder mit dem Messer versuchen, den Deckel so ein bisschen hochzudrücken, dass Luft reinkommt. Oder wenn alle Stücke reißen, nimmst du den Schraubenzieher und rammst mit Gewalt ein Loch oben in den Deckel rein. Ja. Aber so ein Machomai wäre auch praktisch. Muss nur aufpassen, dass das Glas nicht aus Versehen in seiner Hand zertrümmert. Mhm. Es ist nicht ganz so schlimm, wie wir nach dem ersten Stream befürchtet haben. Die Sache ist, wir haben ja in den ersten Teil auch gestreamt. Aber das ist ja 2016, glaube ich, gewesen. Und in meinem Kopf war das Spiel eigentlich gar nicht so schlecht. Also schon nicht gut, aber auch nicht wirklich schlecht. Aber vielleicht habe ich es auch einfach nur vergessen. Und deswegen dachte ich mir so, hier, mal gucken. Es ist der zweite Teil. Zweite Teile sind oft besser als der erste. Oder auch nicht. Ne, so Pokémon Mystery Dungeon 2, Pokémon Ranger 2, Pokémon XD zu Kolosseum. Oder um mal nicht nur Pokémon zu nehmen, Donkey Kong Country 2. Ne, also sie verbessern sich ja dann schon auch oft.
Nur Pokémon ist, glaube ich, einfach so ein bisschen das Problem, dass sie mittlerweile so eine Mentalität haben, dass sie dich immer an die Hand nehmen wollen in jedem Pokémon-Spiel, auch in den Haupteditionen. Und dass sie das hier vielleicht ein bisschen auch sehr mit haben einfließen lassen. Also ich glaube, wir sind nicht die Zielgruppe mit unseren 29 Jahren. Lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Aber ich glaube wirklich, für junge Kinder ist es ganz süß. Wird eh gekauft, Aufwand ist unnötig. Nun. Aber irgendwen scheinen wir noch befragen zu müssen. Mhm. Der Polizist da potenziell noch? Ich hätte noch einmal kurz geguckt, ob noch jemand ist. Vielleicht darf er nicht ran. Mhm. Ja. Mhm. Wahrscheinlich fehlt ja noch genau ein Zeuge. Könnte ich mir vorstellen. Mhm. Excuse me. Ah, okay. Da. Ist heute irgendwas Seltsames in der Stadt passiert? Ich weiß nicht, ob man das als seltsam bezeichnen kann, aber in letzter Zeit kam es hier in der Stadt häufiger zu Vorfällen mit Pokémon. Wenn das so weitergeht, haben wir bald keine freien Zellen mehr. Muss bestimmt stressig für die Pokémon sein. Ja, wenn sie gestresst sind, können sie sicher während des täglichen Trainings abreagieren. Kann mir einer kurz erklären, was der Fall ist? Die Polizei in dieser Stadt, die definitiv Dreck am Stecken hat, verhaftet unschuldige Pokémon und begeht vermutlich die Verbrechen mit einem Ditto einfach selber und beschuldigt dann die Pokémon. Die werden dann in den Knast gesteckt. True Story. Und wir versuchen jetzt, die Unschuld dieser Pokémon zu beweisen und sie aus dem Knast wieder rauszuholen. Mhm. Danke nochmal, dass Sie uns geholfen haben. Ja, nicht der Rede wert. Was wolltet ihr überhaupt von ihm? Oh, mir ist nur noch etwas zu dem Vorfall eingefallen, in dem Pikachu verstrickt ist. Ich dachte, vielleicht könnte es bei den Ermittlungen helfen, also wollte ich es dem Inspektor persönlich mitteilen. Alles klar, vielen Dank für eure Mithilfe. Was können Sie mir über diese würfelförmigen Geräte erzählen, die man an den Pokémon befestigt? Ach, die Dinger, das sind wohl irgendwelche Erkennungsmarken. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie genau sie funktionieren, aber spannend finde ich sie auf jeden Fall. Sobald der Pokémon mit einem dieser Geräte ausgestattet ist, folgt es dem Polizisten bereitwillig. Und das findet keiner irgendwie suspekt? Nein. Wirklich? Einfach so aus freien Stücken? Ganz genau. Es ist einfach viel sicherer, wenn sie keinen Widerstand leisten. Let's think. Ich meine, ich kann das irgendwo nachvollziehen, wenn du so Pokémon hast wie Pandagro, der ja auch im Knast sitzt, dass du da natürlich Angst hast, dass der dir einfach eine scheuert. Mhm. Aber das ist natürlich auch kein Mittel. Nach dem Motto so, sie kann nicht Nein sagen, wenn sie gar nichts sagen kann. Mhm. Schwierig. Mhm.